für Timo Weichenbrücher. Timo Weichenbrücher auf seiner Karte. Richard Platz 11. Tobias Lenz ist 12. Ich habe gemeldet, Tobias Lenz, der bisher eine sehr, sehr gute Europameisterschaft hingelegt hat, an fünfter Stelle liegt. Und Timo Weichenbrücher auf der Karte. Auf Tobias Lenz auf Richard Platz 12. Eddie Stahlmann, der Niederländer auf der Bahn, war 18, Platz 13. Niki Bees, die 22. der Belgier auf Platz 14. Pluto Reiter, die 109. der Deutsche auf der Saison, die 15. Mies Jürgensen, er kommt aus Estland auf der Yamaha, er hat Startplatz 16. Und das Startfeld komplett macht ein Pilot aus Kroatien, Vedran Gorisek, auf seiner Yamaha. Ja, diese Europameisterschaft hätte natürlich eine wesentlich größere Resonanz verdient gehabt. Leider also nur 17 Minuten. 30 Minuten und 2 Runden, eine lange, lange Distanz. Da werde ich mich als Sprecher dann doch auch öfters zurückhalten, um nicht immer zu viel dasselbe zu erzählen. Denn bei 17 Minuten ist natürlich 30 Minuten und 2 Runden eine lange, lange Distanz. Yeah.